38. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Zum dritten Mal treffen die Kölner Haie auf die Augsburger Panther. Bislang Augsburg zweimal Sieger im Duell mit den Haien, die nur einen Sieg aus den zurückliegenden 8 Partien geholt haben. Das Powerplay, eine der Schwächen der Kölner Haie in dieser Saison. Und da sind die Haie in Überzahl. Spielen's gut, die Scheibe kommt rüber zu Freddy Tiffels. Eckeson mit dem Auge für Tiffels. Und der trifft den Puck nicht richtig. Markus Keller im Tor muss da gar nicht mehr eingreifen. Die Augsburger Panther im ersten Drittel gut unterwegs mit dieser Möglichkeit in Unterzahl. Christoph Ullmann. Der lange Pass über die Bande und plötzlich ist die Chance da. Ullmann gegen Hannibal Weizmann. Und der Kölner bleibt knapp Sieger in diesem Duell. Noch 7 Minuten zu spielen im ersten Drittel. Augsburg, die tonangebende Mannschaft in den ersten 20 Minuten. Und dann dieser Schuss von der blauen Linie. John Rogel zieht einfach mal ab. Handgelenkschuss. Und der sitzt. Da kommt die Scheibe zwischen zwei Kölnern durch. Vielleicht noch abgefälscht von Lucas Dumont. 1:0, die 14. Spielminute. Und auch das ist noch die 14. Spielminute. Nur 38 Sekunden nach dem 1:0 für Augsburg. Dieses Bulli von LeBlanc. Und dann ist Daniel Schmölz da. Und der schiebt den Puck Weizmann zwischen den Beinen hindurch zum 2:0 ein. Das zweite Drittel. Augsburg in Überzahl auf dem Weg Richtung Kölner Drittel. Angriff wird abgefangen. Die Scheibe kommt zurück. Markus Keller, was macht er denn? Spielt dem Freddy Tiffels den Puck direkt auf die Kelle. Die 21. Minute. Hier, was für ein kapitaler Fehler von Keller und Tiffels. Sagt natürlich liebend gern Danke. Unterzahltor für die Haie. Und das ruft die Haie auf den Plan. Strafe angezeigt gegen Augsburg. 9 Minuten gespielt im zweiten Drittel. 6-5 auf dem Eis. Matsumoto. Was für ein Kracher. Die 29. Spielminute. Zunächst Eckeson für Kindl. Dann kommt der Puck wieder zu dem glänzend aufgelegten Freddy Tiffels. Rückhandpass hoch für Matsumoto. Und was für ein Strahl, das 2:2, der Ausgleich der Kölner Haie. Die letzten Sekunden des zweiten Drittels, noch ein Angriff. Matt Fraser über die Seite und dann rutscht der Puck Weizmann durch. Aber eben zum Glück für die Kölner Haie auch knapp am Tor vorbei. Es bleibt beim 2:2 nach 40 Minuten. Trey Tuomi durchaus zufrieden mit seiner Mannschaft. Das letzte Drittel. Augsburg ist in Überzahl. Köln mit einem langen Pass auf Sechsel. Der ist alleine durch. Aber der schießt diese Möglichkeit am Tor vorbei. Knapp zwar. Wieder eine Unterzahlchance. Und dann ist Augsburg in doppelter Überzahl. Und dann sind natürlich die Spezialisten auf dem Eis. LeBlanc natürlich, Payal sowieso und Szczęsny. Was für ein Schlagschuss, den wollte er genau dahin haben. Doppelte Überzahl ausgenutzt. Überzahltreffer für Szczęsny in der 45. Spielminute. Das 3:2 für Augsburg und das ist der Schlusspunkt in der Partie. Mike Stewart und die Kölner Haie bedient verlieren. Zum 7. Mal in Serie. Ja, ich denke, erstes Drittel war mal sehr gut. Zweites Drittel dann bestimmt auch wegen dem blöden Gegentor haben wir ein bisschen den Knick gehabt. Und im letzten Drittel haben wir dann glücklicherweise unser Powerplay genutzt. Das haben wir gut gespielt und haben das dann gut verteidigt. Wir wollten hier unbedingt heute die 3 Punkte zu Hause holen. Aber ja, was soll ich sagen? Wir haben keinen Weg gefunden, heute das Spiel zu gewinnen. Die Kölner Haie finden kein Mittel, die Augsburger Panther zu knacken. Und die siegen dank eines Überzahltreffers von Simon Szczęsny mit 3:2. Und das verdient in Köln am 38. Spieltag. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga und vieles mehr live bei Magenta Sport.